Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Medoli, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem furchtbare Monster hausen. Sie haben dem letzten Weisen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisung. Wenn Komi in deiner Nähe R drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Und wenn Komi A drückt, dann vertraue ihm und knie dich hin, auf dass er dich tragen kann. Und du, Komi. Wenn Medoli an einer Stelle in den Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spiele mit dem Taktjock das Musikstück, das du im Turm der Götter erlernt hast. Hast du mich verstanden? Du beschützt Medoli, Komi, und Medoli hilft dir. Du müsst unbedingt Erfolg damit haben, dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Okay, ab geht's. Tempel, yeah. Ja, ja, heute geht's mal wirklich in einen Tempel. Heute machen wir wirklich mal wieder Story. So. Falsch rum. Wir müssen mal wieder das Lied spielen, denn ansonsten kommen wir nicht hier rein. Aber diesmal ist ja etwas anders. Man sollte Tür nicht unbedingt immer mit einem ich jage mich selbst in den Luftmechanismus bauen, aber okay. Der Terra-Tempel. Schlechtester Eingang in einen Dungeon ever. Aber nur im Sinne von, man stürzt sich hinein. Wenn es dieses wunderbare magische Licht nicht gäbe, kämen wir hier nie wieder raus. So. Ihr seht schon, wir haben hier direkt unsere erste... die erste Problematik so gesehen. Aber wenn wir uns festhalten an ihr, können wir fliegen. Ja, in der Tat, wir können fliegen. Okay, ich muss das erstmal wieder lernen. Ah, come on. Einmal gelernt ist das kein Problem mehr. Das ist auch eins der Spiele, wo ich mit Escort-Mission interessanterweise kein Problem habe. Das ist seltsam, ganz ehrlich, weil ich sonst immer Probleme habe mit sowas, aber hier ist es nicht wirklich ein Thema. Liegt mitunter aber auch einfach daran, dass es... Ich weiß nicht, es fühlt sich voll in Ordnung an. Es fühlt sich gut an, das zu spielen. Mitten ins Gesicht. Danke sehr. Also ja, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich nicht falsch an zu spielen. Auch wenn man jetzt denken kann, Zelda und Escort-Mission. Aber doch, es ist völlig in Ordnung. Es reagiert vernünftig. Die KI ist vernünftig. Und dadurch, dass auf die Fähigkeiten des jeweils anderen eingegangen wird, sind diese Tempel sehr unterhaltsam. Ach, ich brenne, was soll's. Was soll's? Ich muss nur noch lernen, wie nochmal das andere Lied ging. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich sie jetzt zu beiden alleine hinbringen musste. Oder mit drauf geben musste. Das sehe ich ja gleich. Okay. So, wenn wir jetzt also die Sonate des Puppenspielers spielen. Das ist schon lange her, dass wir so überhaupt mal gespielt haben. Dann können wir Medoli spielen. Medoli verhält sich wie eine Möwe. Sie kann also fliegen. Naja, wenn das die Ausdauerbalken wäre beim Postaustragen, dann hätten wir allerdings ein großes Problem. Okay, ich muss gleichzeitig drücken. Okay. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Blatt. Ansonsten muss ich mit ihr darüber und dann muss ich das nochmal neu machen. Das
wird mit dem Blatt überhaupt nicht funktionieren. Oh Gott, das wird voll in die Stachel gehen. Hatscha. Okay, fein. Kann ich so rufen? Kami, ich fühle mich zwar etwas unsicher dabei, aber ich werde mein Bestes geben und aus voller Kraft fliegen. Weißt du mir den Weg, wohin ich fliegen soll, werde ich durch wiederholtes und schnelles Drücken von A fliegen. Ja, das wissen wir. Bitte nimm deinen Taktstock und weise mir den Weg. Ich weiß. So bist du ja überhaupt erst da drauf gekommen. Aber ich brauche dich wieder unten. Ha. Wupp. Gut. Na, ja, oh Gott. Nicht dahin, danke. Ja, das ist so nicht mal die Problematik hierbei, sondern es ist, wie gesagt, es funktioniert. Es ist total genial. Keine schlechte KI, weil sie nur genau das macht, was man ihr sagt. La Macarena. Kami. Ja, ich weiß. Oh Gott. Ja. Aber ja, ich würde mich auch unsicher fühlen, in einem mit Monstern verseuchten Dungeon durch die Gegend zu flattern alleine. Unbewaffnet. Also ich meine, man kann verstehen, warum sie damit Probleme hat. Würde ich jetzt mal behaupten. Und Landung. Oder auch nicht. So. Rätsel gelöst und sie muss jetzt auf jeden Fall erstmal wieder nach unten, sonst kriege ich sie da nicht runter, muss das Lied nochmal spielen. Das wäre am Thema vorbei. Menno. Menno. Licht und Schleime. Nein, nicht die Fee. Hatscha! Ja, hier haben wir neue Gegner, die dunklen Schleime. Und ihr merkt, man kann sie nicht so besiegen. Das ist ein kleines, ganz kleines Problem. Allerdings können wir sie benutzen. Ihr seht ja, sie reagiert auf uns, mehr oder minder. Und diese Schleime frieren ein mit zu viel starkem Licht. Ah, die sind sogar eingefroren. Sehr schön. So. Haben wir das auch erledigt? Haben wir das auch erledigt? Ich könnte sie natürlich auch selber steuern, damit ich, ich sag mal, besser lenken kann. Ist doch eigentlich das, was man da machen soll, mehr oder minder. Gewöhnt euch an das Lied, das hört ihr jetzt oft. In dem Tempel hört ihr das verflucht oft. So. In dem Licht können wir A drücken, um mit ihrer Harfe das Licht zu reflektieren. Und wenn ich jetzt treffen würde, genau, können wir eine Truhe erscheinen lassen. Ich weiß nicht, warum das da irgendwie reagiert, weil da nichts wirklich ist. Diese Statuen reagieren auch auf dieses Licht. Falls man das benutzen möchte. Nichts. Coole Sache. Coole Sache. So. Mit meinen 99 Pfeilen im Gepäck kann ich ohne Probleme zumindest auf dieser Vase das Holzstück kaputt machen. Auf das wir uns teleportieren können hinterher. Und ich würde mal sagen, Karte. Also normale Karte. Ja. Irgendwo muss ich die ja finden, ne? Warum also nicht hier? Heppa. So. Können wir weitermachen. Gut, dass sie das nicht stört. Echte Teamplayerin.
Hi. Zweimal Licht. Ha. Nun ja. Upsi. Bleib du mal schön hier. Ich meine, es bringt mir nichts, wenn ich nur eins dieser Dinger aktiviere. Bin verflucht. Bin sowas von verflucht. Hat gereicht. Hat zumindest den Effekt gehabt, den ich haben wollte. Aber ja, grünes Feuer, ja. Farbenblindheit macht sich nie bezahlt. Nein, blauer Nebel oder die blauen Tode, also die ja, genau, die Viecher nur in blau, die können uns halt hier große Probleme bereiten. Denn es verflucht uns und verflucht sein bewirkt, dass wir nichts mehr benutzen können. Weder Schwert, noch Schild, noch Waffe, noch sonst was. Also nicht unbedingt sehr schön, dementsprechend sollte man dem aus dem Weg gehen. So gut es geht eben. Haben wir hier kein Licht? Ich brauche Licht, Mann! Aha. Schön zu wissen, dass man da einen Schalter hat für die Tür. Was allerdings auch heißen würde, dass ich da alleine rein muss. Sei denn, ich kann diesen Block bis da hinten schieben. Hm. Vermutlich nicht. Ich weiß nicht, wie genau ich auf diese... Ich sag mal... Wie ich darauf komme, dass ich das nicht machen werde, aber... ich glaube nicht, dass ich den von da oben runterziehen kann. Hab da so eine Ahnung. Aber solange da noch Licht ist, müsste es eigentlich heißen, dass wir oberhalb des Meeresspiegels sind. Sonst würde das Licht nicht so extrem sein, denke ich mal. Es sei denn, die haben irgendwie Halogenlampen oder sowas. Wäre ein bisschen seltsam, finde ich, einfach nur. Ja, sie verbleibt sogar in diesen Positionen, bis ich sie, ich sag mal, erlöse. Nein. Todesgrabscher sind hier ziemlich nervig, denn sie können euren Partner nehmen und ihn im Prinzip entführen. Kommt nie gut. Wow. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Es hätte mir jetzt doch gefehlt, dass ein Todesgrabscher sie mitnimmt. Nee. Nee, 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 nee. Freu nicht. Auch hier mehr oder minder einfach zu sehen, was man machen muss, wenn man die Umgebung zumindest im Auge behält. Da oben fällt Licht durch. Oder zumindest versucht es dadurch zu fallen. Ein gezielter Schuss sorgt jedenfalls dafür, dass es durchfallen kann. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch die Schleime. Also einmal eine Melodie und einmal einen Schleim. Nein, nein, runter. Ja, danke. Sprich, wir warten einfach, bis einer da reinkommt. Er da. Ach ja. So, jetzt kann ich theoretisch auch ihn noch auswechseln gehen. Und meine Melodie wieder mitnehmen. Leb wohl! Hahaha. Bräuchte nicht da unten lassen bei den Schleim. Der Block öffnet noch die Tür, interessanterweise. Aber das ist völlig in Ordnung so.
Und wir können weitergehen. Ungeachtet der Treppe, die sich gerade wieder zurückbildet. Nein, Todesgrabscher. Todesgrabscher. Also, solange ich kein Bild von denen machen will, ist das eigentlich nicht so das Problem. Zum Glück. Da kann ich einfach nur draufschlagen, bis es weg ist. Puh. Es werde Licht. Link sprach, es werde Licht. Und so geschah es dann auch. Interessant, dass das Ding zu schwer für uns ist, will ich nur mal anmerken. Nachdem wir mit dem Armband riesengroße Steinköpfe zerplatzen lassen, wenn wir sie werfen. Allein schon. Und vor allen Dingen, wir kriegen sie auch hoch. Und das ist jetzt zu schwer für uns. Ich weiß auch nicht. Kann auch sein, dass das Ding wirklich extrem schwer sein könnte, aber trotzdem. Es kommt mir einfach nur seltsam vor. So, diese Symbole lassen sich auch zerstören. Ich weiß, das ist eigentlich unnötig, aber ich bin gerne perfektionistisch und mache auch dieses Ding kaputt. Warum ist es sinnlos? Naja, weil ihr habt gesehen, es ist ein und derselbe Eingang. Und trotzdem bin ich immer so, muss kaputt machen. Es ist vorhanden, also muss es kaputt gehen. Hoppala. Na-di-da. Außerdem hört man so oft diesen wunderschönen Jingle, dass ich was gut gemacht habe. Das ist wie so eine Belohnung so. Hast du gut gemacht? Hast Dinge gefunden? So, danke. Allein in diesem Raum, wie oft man das hier hört. Halleluja. So, du bist direkt offen, ne? Da brauche ich nichts machen. Gut. Aber ja, anhand der Mechaniken kann man sich vielleicht sogar schon denken, was wir hier als Dungeon-Item bekommen. Muss man sich jetzt nicht denken können, aber man kann. Komme ich da hoch mit ihr, wenn ich sie werfe? Ja, das müsste gehen. Einmal umdrehen und zack. Wunderbar. Oh Mann. Schleim im Hals. Dammit. Immer dieses Truhengerenne, das habe ich schon damals immer gemacht. Es ist nicht besser geworden seitdem. Der Kompass, das ist gut. Weil ich diese Dungeons nicht mehr so gut kenne. Was denn jetzt? Komm, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Solltest du Medo die in dem großen Tempel mal verlieren. Sieh dir in aller Ruhe die Labyrinthkarte an. Wenn du den Kompass hast, weißt du sofort, wo sie sich befindet. Ja, ist ein guter Hinweis. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn die Todesgrabscher sie mal erwischen sollten. Man kann auf dem Kompass nachverfolgen, wo sie hin ist. Und das ist gut zu wissen. Ein Geist. Ernsthaft, Geister? Okay. Na gut, warum auch nicht? Wir haben schon Totenköpfe etc. pp. Warum also nicht Geister? Ja, ich... Danke, Kamera. Vielen lieben Dank. Satz. So, da einmal. Ich weiß gar nicht, warum man das, den Ton da nicht kriegt. Weil schlussendlich löse ich auch ein Rätsel. Aber gut, ich beschwere mich ja nicht. So, ich halte mal jetzt ungefähr hier, ja, hier so hin. Und versuche, die Geister hier hinzulocken. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich könnte es auch weiter unten machen. Sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Ne? Hey, hey du da. Hey, ja, hier. Oh mein Gott.
hoffe, das ist ein gutes Bild. Ich weiß es nicht. Aber ich werde ja schlussendlich auch ab und zu mal wieder Fotos eintauschen gehen müssen. Heieiei. Okay. Ja, der Hinweis ist für diesen Raum gedacht, denn ich glaube, ich kann sie da oben nicht mit reinnehmen. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher. Gib mir den Inhalt. Warum gibt es die immer noch? Man könnte zumindest, ich weiß nicht, das mal ersetzen durch, lasst mich überlegen, irgendwas anderes. Gut, kein blauer Schleim, aber man könnte da eine Menge reinpacken. Kann man da nicht immer ein Glücksamulett? Dann nicht mehr jetzt. Aber gut, Leute. Ich habe meine 21 Minuten schon längst wieder voll. Eigentlich will ich aber nur 20 machen. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder hier im Terra-Tempel mit Medoli im Gepäck. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.